So, einen wunderschönen guten Morgen, liebe Clubmitglieder, liebe Gäste. Herzlich willkommen zum Aktien-Roundup. Hallo, lieber Tom. Morgen, guten Morgen auch von mir. Guten Morgen, Christoph. Ich hoffe, dir geht's gut. Ja, willkommen zurück zu der Welt der Aktien. Wir schauen uns heute ein ganz spannendes Thema an. Wir knüpfen daran an, was wir letzte Woche gemacht haben, was wir letzte Woche im Aktien-Roundup gemacht haben, was wir letzte Woche in der Aktienwerkstatt gemacht haben, nämlich ein Thema aus dem Bereich der Getränkeindustrie. Wir haben letzte Woche gelernt, Monster Energy, Energy Drinks, allgemein dieses ganze Thema, ja, Softdrinks, Energy oder auch Getränkeindustrie ist ein spannendes Thema, aber wir haben auch gelernt, oh, viele dieser Firmen, die füllen gar nicht selber ab. Und das wollen wir uns heute mal in einen anderen Bereich reinbegeben, nämlich einen Abfüller uns anschauen. Und zwar die Coca-Cola Oreo Pacific Partners. Ganz und genau. Genau, kleiner Disclaimer von mir. Ich bin in Coca-Cola investiert. Hängt natürlich sehr eng mit dieser Firma zusammen. Du bist auch investiert in... Ich bin auch überall investiert. Ich bin auch Coca-Cola investiert. Bei Pepsi bin ich investiert und bei Monster tatsächlich auch. Ich glaube, das sind so die großen der Branche. Genau, Coca-Cola Euro Pacific Partner, der größte unabhängige Abfüller von Coca-Cola-Produkten weltweit. Das Unternehmen übernimmt für den Coca-Cola-Konzern, der oben drüber steht, die Produktion, den Vertrieb und den Verkauf der ja relativ oder ja wirklich breiten Palette an Coca-Cola-Produkten und Getränken. Ja, betreibt 91 Standorte, Produktionsstandorte im Bereich Europa und ja, Südostasien, würde ich es mal benennen, aber da haben wir nochmal zwei, drei Grafiken auf jeden Fall dabei, die das so ein bisschen genau schöner aufzeigen. Lass uns reingehen. Genau, wenn ihr schon mal, vielleicht noch kurz ab, bevor wir auf den Chart schauen, ja, wenn ihr mal bei McDonald's wart oder bei Burger King oder sonst irgendwo im Einzel-, also im Schnellessen-Bereich, dann seht ihr ja auch, dann wird diese Cola, die ihr bekommt, die kommt dann im Becher und die wird so angemixt aus Sirup und Wasser in der Regel, mit Kohlensäure halte ich natürlich. Das heißt, da macht keiner eine Flasche auf und schenkt euch eine Cola ein. Das heißt, das im großen Format machen letztlich diese Abfüller. Das heißt, Sirup nehmen, mit Wasser, Kohlensäure aufmischen, in Flaschen abfüllen, distributieren, das machen diese Abfüller. Und das ist ein ganz spannendes Prinzip, wie man eigentlich das auf der ganzen Welt verteilt. Und das gucken wir uns halt genauer an. Ja, der Chart, der sieht erstmal aus wie Rakete. Super, sieht aus wie Rakete, besonders wenn wir uns die Zeit nach Corona und auch die Zeit nach der Hochinflationsphase angucken, sehen wir, dass es seitdem eigentlich nur noch nach oben ging. Ja, phänomenale Kursperformance, besonders in den letzten Wochen. Lass uns mal gerne mal einen Chart weitergehen. Jetzt sehen wir jetzt, also deckt sich auch sehr gut mit dem Coca-Cola-Chart. Ist nur ein bisschen steiler, glaube ich, gelaufen. Den Vergleich hätten wir gerne mal ranziehen können eigentlich. Hier haben wir jetzt nochmal den Tageschart der letzten Quartale. Und hier sieht man tatsächlich auch nochmal, hier hatten wir tatsächlich den kleinen Einbruch und auch den Einbruch von vergangenem Monat. Also wenn ich jetzt an den August denke, was wir da besonders im Bereich Tech... Aber das war nur ein kleiner. Also ja, was wir da aber teilweise im Bereich Tech für einen Einbruch gesehen haben, sieht man hier tatsächlich die und dann die Performance nach diesem Einbruch, sieht man doch tatsächlich das, worüber wir jetzt die letzten Male auch schon so ein bisschen gesprochen hatten, über diese Rotation raus aus Tech, so ein bisschen wieder in stabilere oder stabiler scheinende, ja, am Ende Konsumartikel Unternehmen, was natürlich ja besonders jetzt Coca-Cola und der gesamten Branche so ein bisschen unter die Flügel geholfen hat. Genau. Und jetzt mag man denken, wow, da oben, das sind jetzt gerade neue Höchstkurse. Ist das überhaupt noch Investment wert? Das schauen wir uns gleich mal genauer an, aber ich kann eins vorwegnehmen. Man sollte nicht auf den Kurs gucken. Man sollte nicht auf den Kurs gucken, sondern eher auf die Bewertung. Das machen wir später. Lass uns erstmal ein bisschen rauszoomen. Wir sind tatsächlich, wie auch in der vergangenen Woche, wieder im Bereich oder wieder im Segment oder im Sektor der Erfrischungsgetränke, der Non-Alcoholic Beverages, das heißt der nicht-alkoholischen Erfrischungsgetränke. Ein gigantischer globaler Markt. Wir haben hier tatsächlich ein antizipiertes Wachstum für die nächsten Jahre von 6,1%. Der Markt wird 2023 mit 1,35 Trillionen US-Dollar bewertet. Ist natürlich gigantisch groß, wenn man sich natürlich aber mal trinken überlegt. Trinken tut jeder irgendwas? Genau, ich wollte gerade sagen, trinken muss am Ende jeder irgendwas. Ohne kommen wir nicht aus. Das heißt eigentlich eins der ja, Grundgüter, die tatsächlich benötigt werden. Und ob man dann am Ende tatsächlich zu Produkten wie Wasser, Softdrinks, Säften oder Ready-to-Drink, Kaffee oder Tee greift, ist dann am Ende uninteressant. Es spielt alles in diesen Markt rein. Schauen wir mal ein bisschen auf die Distributionsmöglichkeiten oder die Distribution des Segmentes.
Wir sehen hier natürlich ganz groß die Supermärkte mit einem Anteil von 43%. Convenience Stores würde ich tatsächlich hier in Europa oder bei uns in Deutschland erstmal da auch mit diesen Supermarktsparte mit dazuziehen. Wir haben natürlich in Asien ist natürlich der Supermarkt und der Convenience Store immer nochmal so ein bisschen was anderes. Ist natürlich von der Größe natürlich was ganz anderes. Wir sehen aber auch, wir sind im Online-Retail auch aktiv. Besonders in den letzten Jahren ist das ein Segment, was stark gewachsen ist, wovon die Unternehmen auch stark profitieren konnten. Wir haben auch den Bereich Food Service, das heißt Gastronomie. Da, wie Christoph es gerade schon gesagt hat, werden tatsächlich auch Getränke verteilt. Und der Bereich Others deckt alle anderen Segmente so ein bisschen ab. Genau. Online-Retail ist bei uns noch gar nicht so bekannt. Also es gibt mittlerweile ja so ein paar Lieferdienste, die auch Getränke liefern. Das ist sicherlich schon ein Thema, aber hier, wenn man das mal gesamt anschaut, macht das ja so ein Fünftel wahrscheinlich aus. Also ich bestelle meine Getränke noch nicht bei Amazon, aber es scheint auch ein Wachstumsmarkt zu sein, weil das schon hier mehr ist, als wir es zum Beispiel in Deutschland haben. Ja, und du hast natürlich dann große Unternehmen wie Amazon, die natürlich Produkte verkaufen. Man kann da auch tatsächlich Coca-Cola kaufen, aber du hast natürlich auch kleinere Anbieter, wie zum Beispiel, mir kommt jetzt gerade der Gedanke an Flaschenpost, die hier in Hamburg ja auch relativ groß sind, die ja auch mit diesem Delivery-Service so ein bisschen arbeiten und diese generelle Delivery-Branche, die während Corona geboomt hat, ist ja jetzt mit Gorillas, Flink immer noch aktiv. Wenn auch weniger, aber auf jeden Fall ist das ein Segment, was besonders in den letzten Jahren stark gewachsen ist. Lass uns mal weiter reinschauen. Wir schauen uns mal an, wie dieser oder wer diesen Markt der Getränkeindustrie eigentlich dominiert. Und hier fällt auf, ich glaube, so ein Oligopol haben wir tatsächlich in der Vergangenheit selten gesehen, besonders bei so einem gigantischen Markt. Ja, eigentlich drei Hauptplayer, die diesen Markt dominieren mit unterschiedlichsten Marken. Das ist ja den meisten bekannt, dass hinter Coca-Cola tatsächlich nicht nur die Produkte von Coca-Cola stecken, sondern wir sehen hier tatsächlich auch die in Deutschland bekannten Produkte Sprite, Fanta. Wir haben aber tatsächlich auch andere Produkte wie Base oder alles andere, was Coca-Cola dann tatsächlich noch im Portfolio hat. Dann haben wir auf der anderen Seite haben wir Pepsi als der große andere Cola-Konkurrent, deutlich geringeren Marktanteil. Natürlich da auch nochmal das Snack und das generelle Ernährungsgeschäft nochmal ein deutlich größerer Fakt als bei Coca-Cola. Wir haben hier auch Marken tatsächlich wie Pepsi, dann haben wir die Pepsi Max natürlich, wir haben aber auch hier andere Produkte wie Mountain Dew und auch regionale Produkte, die dann in regionalen oder die dann in bestimmten Regionen nur verkauft werden. Wir haben dann auf Platz 3 letzte Woche uns angeschaut, Keurig Dr. Pepper mit Marken natürlich wie Dr. Pepper. Auf der anderen Seite aber auch, wie bei uns bekannt, 7-Up haben wir hier. Wir haben Orangina, ist uns gerade hier noch aufgefallen. Ja, und Schweppes, ganz klar. Schweppes kennt man in Deutschland für alle Gin Tonic Trinker. Ich bin ja leidenschaftlicher Gin Tonic Fan, wer das noch nicht weiß. Genau, deswegen ist Schweppes natürlich dann schon eine Möglichkeit, ein gutes Tonic zu bekommen. Keurig Dr. Pepper haben wir uns letzte Woche hier in der Aktienwerkstatt angeschaut und war ja eins meiner Favoriten als Unternehmen auch und ist vielen, also Dr. Pepper kennt vielleicht noch der eine oder andere, ist auch früher ist schon lange eine bekannte Marke, auch gerade in den USA für Cola. Und aber auch dieses Unternehmen ist nicht ganz so bekannt wie Pepsi und Coca-Cola. Und wir hatten Zitan letzte Woche an Aktienwerkstatt geschaut, das sah sehr gut, also ganz gut aus. Und jetzt geht es eigentlich darum, auch die haben zuletzt natürlich, sind sehr gut gestiegen, aber auch da gucke ich mich zumindest nach Einstiegen um, vielleicht nur als kleiner Insight aus der letzten Aktienwerkstatt letzte Woche. Spannendes Unternehmen auf alle Fälle. Ja, auf jeden Fall. Und Pepsi auch auf jeden Fall nochmal einen Blick wert. Mal gucken, wann wir uns die das nächste Mal anschauen. Lass uns gerne weitergehen auf das Coca-Cola-System. Das Unternehmen benennt es selber als das eigens erstellte und erarbeitete System, was seit 2006 in die Tat umgesetzt wird, besteht daraus, dass das Unternehmen selber, das heißt The Coca-Cola Company, was uns als das Coca-Cola-Unternehmen wirklich bekannt ist, sich hauptsächlich nur noch auf die Innovation neuer Produkte sowie die Herstellung von Konzentraten und Sirupen, wie Christoph sie gerade schon angesprochen, konzentriert. Und natürlich zu guter Letzt der wichtigste Punkt für die Coca-Cola Company ist natürlich das Marketing, was auch für die gesamte Brand betrieben wird. Man arbeitet hier eng mit Abfüllern zusammen, wie wir uns heute einen auch näher anschauen. Insgesamt sind es über 200 Anbieter von Abfüll- oder Betreiber von Abfüllanlagen weltweit. Knapp 1000 Produktionsstandorte global
Mit diesem System ist es dem Unternehmen natürlich möglich, deutlich die operativen Kosten zu senken und diese natürlich auf andere Unternehmen, verbundene Unternehmen so ein bisschen abzuladen, würde ich fast sogar sagen. Genau. Also Stammkonzern kümmert sich um die Marke, um das Produkt und gerade auch bei den Produkten immer sehr viel über Zukäufe auch passiert oder über Partnerschaften. Wir hatten letzte Woche das Thema Monster Energy, wo eben Coca-Cola auch eine Partnerschaft eingegangen ist. Haben sie von der eigenen Energy-Drink-Sparte irgendwann sozusagen verabschiedet, haben sich bei Monster mit eingekauft. Monster ist kein Coca-Cola-Produkt in dem Sinne, aber sie sind damit zumindest mit einer mehr, also mit einem großen Teil mit beteiligt. Und Monster nutzt wiederum auch dieses Distributionsnetz, beziehungsweise auch dieses Abfüllnetz. Und das war nämlich die strategische Partnerschaft. Coca-Cola kauft aber auch richtig Marken in den Konzern mit rein. Im Wasserbereich hat man das ja zuletzt auch gesehen und so weiter. Also das ist dann, das macht der Stammkonzern und alles andere, Verteilung, Abfüllen, überlässt man anderen. Ja, ganz genau. Das ist natürlich dann auch ein sehr, sehr funktionales Konzept, wenn man tatsächlich sich neue Marken, besonders kleinere Marken, in die Konzernstruktur einkauft, wie du es gerade genannt hattest, und dann natürlich das eigene Distributionsnetz, was natürlich durch die Coca-Cola-Produkte sehr ausgelastet ist, diese neuen Produkte natürlich schön in das System integrieren kann. Lass uns weiter reingehen und so ein bisschen die Historie von Euro-Pacific Partners. Wir haben angefangen, dass der Urkonzern oder das Urunternehmen wurde tatsächlich 1904 gegründet in Australien und war damals für die Distribution und die Abfüllung der Coca-Cola-Produkte in Australien verantwortlich. Man ist dann 2016, ist dann die Coca-Cola Enterprises in Europa weiter expandiert. Man hat sich dann über die Jahre weiter zu den European Partners weiterentwickelt, wie man hier jetzt auch ganz schön sieht. Dass man in Europa deutlich dazu gewonnen hat. Hier sieht man tatsächlich die einzelnen Unternehmen, die einzelnen Abfüller von Coca-Cola, an denen das Unternehmen teilweise oder jedes Mal auch beteiligt ist, die sich weiter zusammengeschlossen haben. Und dann kam 2021 tatsächlich der Zusammenschluss zu den Coca-Cola Euro-Pacific Partners, in denen dann auch das Geschäft aus diesem orangenen Geschäftsbereich, das heißt Eurasien, nicht Eurasien, aber der Euro, der Pazifikraum, der Pazifikraum und dann Euro. Ganz genau, der Pazifikraum rund um Neuseeland, Australien und Indonesien in das Geschäftssegment oder in das Unternehmen quasi eingegliedert wurde. Das Unternehmen, wie man hier sieht, beschäftigt sich nicht nur mit der Abfüllung von Coca-Cola. Wir haben hier natürlich einen gigantischen Anteil von 59%. Wir sehen aber auch, dass das Unternehmen auch andere Produkte des Konzerns abfüllt. Wir sehen hier Flavors and Mixers, das sind tatsächlich alle weiteren Beverages oder weiteren Erfrischungsgetränke abseits von oder süßhaltigen Erfrischungsgetränke, würde ich sie mal, Softdrinks. Manchmal fällt es einem nicht ein. Softdrinks des Konzerns. Wir haben hier auf der anderen Seite, wie Christoph es schon angesprochen hat, auch den Bereich Hydrations mit Wasser und natürlich isotonischen Getränken, die einen Anteil von 8% haben. Wir haben auch einen Bereich, der jetzt in den letzten Jahren stark im Fokus des Konzerns war. Das sind die Ready-to-Drink-Teas und Ready-to-Drink-Coffees. Das heißt, die, Einzelportionen Tees und Kaffees, die man tatsächlich im Supermarkt kaufen kann, machen im Moment einen Anteil von 7% aus. Und ein Bereich, wir sehen ihn hier ganz unten, den wir auch bei Monster so ein bisschen gesehen haben, so ein bisschen der Shift hin zu alkoholischen Getränken auch, hier aber momentan nur einen Anteil von 1%. Wenn wir mal weitergehen und uns den adressierbaren Markt vom Coca-Cola Euro-Pacific Partners anschauen, da kriege ich, glaube ich, einen Zungenbrecher, wenn ich das noch dreimal ausspreche. Das Unternehmen benennt den eigenen Markt oder den adressierbaren Markt, den man selber erreichen kann, mit 130 Milliarden US-Dollar. Das heißt, der ist schon deutlich kleiner als den Gesamtmarkt, den gesamtglobalen Markt, den wir uns am Anfang angeschaut haben. Wir sehen hier ein Wachstum, ein erwartetes Wachstum bis 2027 von 3-4%. Und eine Innovation sieht das Unternehmen oder weitere Innovationen, die dann den Umsatz deutlich steigern können, sieht das Unternehmen tatsächlich im Bereich Kaffee, Alkohol, wie wir es gerade angesprochen haben, Hydration und natürlich Optimierung des Verpackungsmaterials. Das Unternehmen erwartet besonders im Bereich Asia Pacific, das sehen wir hier oben, ein deutlich schnelleres Wachstum. Das haben wir jetzt auch zuletzt in den letzten Quartalszahlen deutlich gesehen und ein langsameres, aber auf der anderen Seite profitableres Wachstum im europäischen Markt. Ja, ist, glaube ich, auch ziemlich klar, warum das so ist. Ne? Europa wächst bevölkerungsmäßig nicht so stark wie Asien. Und also man kann jetzt nicht unendlich viel Getränke zu sich nehmen am Tag. Es gibt so einen Shift hin, auch mit einem höheren Lebensstandard, weg von rein vom Wassertrinken hin zu
komplexeren Getränken, das kann man schon sagen. Deswegen ist da wahrscheinlich auch die Marge höher, zum Beispiel in Europa, weil natürlich diese komplexen, gemischten Getränke höhere Margen abwerfen als einfach nur Wasser wahrscheinlich. Aber nur eine Vermutung jetzt, aber zumindest das Wachstum hier ist, glaube ich, sehr klar erklärbar über die Bevölkerungszahlen, denn darüber kommt das Wachstum primär. Das denke ich auch. Das Unternehmen unterteilt den adressierbaren Markt in unterschiedliche Kategorien. Wir sehen hier die ähnlichen Kategorien eigentlich, die das Unternehmen jetzt gerade auch schon beliefert. Wir sehen hier, der größte Unterschied, der mir tatsächlich auch aufgefallen ist, ist der Bereich Juices and Other, der mit knapp 24 Milliarden im Moment bewertet wird. Das Unternehmen selber, wenn wir nochmal zurückspringen, macht jetzt, glaube ich, wenig Sinn. Wenn man aber sich da nochmal zurückerinnert, ist der Bereich tatsächlich einer, den das Unternehmen im Moment kaum bis gar nicht bedient. Das heißt, hier sehen wir auch eine deutliche Möglichkeit des Unternehmens oder des Coca-Cola-Konzerns, sagen wir es mal besser, in diesem Bereich weiter vorzudringen und Marktanteile zu übernehmen. Lass uns in den Snapshot schauen. Ich klappe den direkt mal ganz aus. Wir sehen Coca-Cola Euro-Pacific Partners. Das Unternehmen, ja, wie schon gesagt, beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Abfüllen und dem Vertrieb von Getränken des Coca-Cola-Konzerns. Wir sind im Bereich der Konsumgüter dementsprechend tätig. Wir haben eine Dividende von 2,5% und das, was natürlich als erstes auffällt, dann natürlich hinter Christoph, wir haben eine deutlich, deutlich niedrigere Bewertung. Wir haben knapp 40 Milliarden Marktkapitalisierung. Wenn wir da an Coca-Cola denken, ich habe es gerade nicht komplett auf dem Zettel, aber da sind wir eher so im Bereich 200 Milliarden. Wir haben hier ein englisches Unternehmen, das heißt, wir haben zuletzt die letzten Halbjahreszahlen gesehen. Es konnte zuletzt ein Umsatz von knapp 10 Milliarden erzielt werden. Dieser konnte dank der Integration des Philippinen-Geschäfts, was man im vergangenen Geschäftsjahr übernommen hat, deutlich gesteigert werden. Auf der anderen Seite sehen wir jedoch auch, dass das Gewinnwachstum und besonders die Profitmarge darunter jetzt zuletzt gelitten haben. Auf der Free Cashflow-Seite und operativen Cashflow-Seite sehen wir entsprechend auch eine negative Entwicklung. Wir sehen da negative Effekte aufgrund der Expansion in den weiter asiatischen Raum, das heißt in den philippinischen Raum. Dementsprechend sind die operativen und Free Cashflow-Margen deutlich reduziert. Wir sehen, was aber tatsächlich auch ganz interessant ist, eine deutlich niedrigere Bewertung. Wenn wir bei Coca-Cola bei einem KGV von knapp 30 im Moment sind, haben wir hier eine Bewertung von 22. Wir haben ein deutlich niedrigeres Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2. Wir haben auf der anderen Seite natürlich, ich rutsche mal ein Stück zur Seite, einen erhöhten Verschuldungsgrad von 2,6. Das liegt natürlich daran, dass das Unternehmen eigene Abfüllanlagen betreibt. Das heißt, das ist tatsächlich ein sehr kapitalintensives Geschäft. Das sind Produktionsanlagen, die in die jedes Jahr investiert werden muss, die aufrechterhalten werden müssen. Und natürlich auch ein großer Bestand an Mitarbeitern, der diese Abfüllanlagen dann tatsächlich auch am Ende bedient. Genau, und da es Investitionsgüter sind, macht natürlich eine Verschuldung absolut auch Sinn, das fremd zu finanzieren, solche Abfüllanlagen, weil sie über einen größeren Zeitraum natürlich auch genutzt werden. Was auffällt, wir hatten ja letzte Woche Monster, die Profitmarge bei diesen Unternehmen ist viel geringer. Ja, und bei Monster zum Beispiel war sie dafür entsprechend schön hoch. Ist natürlich klar, man stelle sich mal vor, so eine vergleichsweise kleine Firma wie Monster müsste jetzt ein eigenes Abfüll- und Distributionsnetzwerk aufbauen, dann wäre die Marge von Monster umso geringer. Deswegen hat Monster und Coca-Cola eben diese strategische Partnerschaft ja auch gehabt. Das heißt, sie nutzen das Abfüllnetzwerk, zum Beispiel auch dieses von Coca-Cola. Dafür ist das natürlich viel effizienter für Coca-Cola. Coca-Cola als Shareholder, glaube ich, von 15% mit der Option auf 20%. Das heißt, man sieht hier, die Profitmargen sind geringer, weil das eben, es geht einfach nur um Abfüllen von Sirup. Da kann man natürlich nicht erwarten, ja, dass man da wahnsinnig viel gewinnt. Auch die Distribution, also die Crossmarge sieht man ja hier, ist 36%. Profitmarge deutlich geringer. Das heißt, es gibt noch sehr viele sagen Kosten, die nicht direkt mit dem Produkt zu tun haben, nämlich die Distribution, die Verteilung, vielleicht auch sogar Marketing, weiß ich jetzt nicht genau, wie weit sie das auch mit übernehmen, aber zumindest bei der Distribution muss man Verkäuferstrukturen haben, das ist Großhandel auch viel, man muss mit den großen Supermärkten sich auch verhandeln. Man pflegt natürlich die ganzen Beziehungen. Man muss die Logistik organisieren und da ist sehr viel Overhead, was quasi nicht mit der eigentlichen Abfüllung zu tun hat, nämlich wirklich mit der Verteilung und deswegen ist die Profitmarge sehr gering. Wenn man jetzt in Einzelhandel guckt, da weiß man, dass also so ein Supermarkt auch mal nur so 3, 4, 5% Margen hat. Also es ist ein durchaus im normalen Bereich sozusagen. Was eben auffällt, ist, dass
Ja, ein KGV von 22 ist deutlich geringer als Coca-Cola selbst. Liegt auch daran, dass natürlich die Margen geringer sind. Ja. Ist aber natürlich eigentlich vom Grundsatz her ein sehr gut kalkulierbares Geschäftsmodell. Ja, also der Marktanteil von Coca-Cola und Coca-Cola-Produkten wird sich nicht von heute auf morgen plötzlich halbieren oder sowas. Genauso wird der Bedarf nach Getränken und Wasser und alles, was hinten dran hängt, sich nicht plötzlich halbieren, weil das geht so einfach nicht, ne? Weil wir brauchen es nun mal. Natürlich können Margen wegerodieren, natürlich können andere Konkurrenten Marktanteile übernehmen und so weiter, aber es ist natürlich ein sehr gut projizierbares Geschäftsmodell, erstmal ganz grundsätzlich. Und die Bewertung dieses Unternehmens ist natürlich deutlich geringer als zum Beispiel von Monster oder von Coca-Cola, wie wir es gesehen haben, weil die eben nicht dieses Abfüll- und Distributionsnetzwerk hinten dran haben, nicht die hohe Verschuldung haben müssen, nicht diese ganzen Distributionslogistikkosten haben müssen, und das wird natürlich auf diese Firma sozusagen nicht abgewälzt. Das ist natürlich auch ein Geschäft, was profitabel ist, aber man lagert das eben aus, um vor allen Dingen auch Synergieeffekte zu haben. Ja, also wenn mehrere Firmen, mehrere Marken alles über die gleichen Abfüllanlagen laufen oder Abfüllbetriebe, große, sehr große Betriebe laufen können und auch über ein Netzwerk vertrieben, logistisch abgewickelt werden können, hat man natürlich wahnsinnige Effizienzgewinne. Und das, deswegen gibt es eben auch diese großen drei, die sicherlich da in dem Bereich das wahrscheinlich ähnlich machen, um maximale Effizienz auch zu erreichen und vor allen Dingen auch Auslastung zu erreichen in all diesen Anlagen, um dann eben auch wettbewerbsfähig produzieren zu können. Super zusammengefasst, würde ich sagen. Lass uns noch einen kurzen Blick tatsächlich werfen auf die Umsatz- und Geschäftsentwicklung der letzten Jahre. Wir sehen hier ein Umsatzwachstum natürlich durch die Übernahmen in den letzten 2, 3 Jahren, die da getätigt wurden, besonders im asiatischen Raum konnte der Umsatz sehr stark gesteigert werden. Auf der anderen Seite, jetzt ist das hier wieder alles verkehrt herum, konnte natürlich auch der Gewinn deutlich gesteigert werden, um durchschnittlich 19% im Jahr über die letzten 5 Jahre, was natürlich ähnlich Technologiewerten ist tatsächlich, die wir uns hier schon teilweise angeschaut haben. Aber lass uns weitergehen, einen näheren Blick auf die letzten 6 Monate des Unternehmens werfen. Wir sehen hier natürlich ganz oben erstmal die Umsatzsteigerung, die wir hier gesehen haben. Wir sehen hier aber auch direkt an der Marge hat sich oder an der Umsatzmarge oder an den Umsatzkosten hat sich entsprechend Ähnliches getan. Das Unternehmen ist natürlich sehr abhängig von den Lieferungen oder von den Lieferungen der Sirupe und Konzentraten des Coca-Cola-Konzerns und ist da natürlich in einer sehr schwachen Verhandlungsposition, würde ich mal sagen. Naja, würde ich nicht, auch nicht ganz, also ganz so ist es nicht. Also sie sind, es ist natürlich so, dass das ein, sie füllen halt primär für Coca-Cola ab, das stimmt natürlich. Auf der anderen Seite kann Coca-Cola auch nicht sagen, ja, wir nehmen halt morgen einfach ein anderes Abfüllnetzwerk. Nein, natürlich nicht. Weil steht ja nicht irgendwo 80 Fabriken rum. Die haben ja 80 Fabriken, die stehen nicht gerade rum, aber natürlich ist es so, es ist natürlich schon ein sehr großer Anteil, den Coca-Cola macht. Und wenn Coca-Cola Stück für Stück, es ist ja nur ein Distributionspartner von Coca-Cola, Sachen verlagern würde und so weiter, dann ist das natürlich schon ein Thema. Genau. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall zeigt sich hier aber dann auch auf der operativen Profitseite, dass dieser deutlich gesunken ist. Wir sehen hier auch die administrativen Ausgaben, die deutlich gestiegen sind aufgrund der Integration der neuen Geschäftsfelder in dem asiatischen Raum, sodass wir am Ende tatsächlich eine Margenverengung sehen. Das heißt, der Profit after Tax, das heißt die Gewinne nach Steuern, sind entsprechend negativ, was natürlich so ein bisschen, ja, gerade auch, wie du das ja angesprochen hast, so ein bisschen diese Situation in diesem Getränkemarkt im Moment, ja, so ein bisschen widerspiegelt. Ähnliches, was wir ja auch bei Monster Energy gesehen haben. Mhm. Wenn wir nochmal ein weitergehen, sehr verwirrende Grafik, nochmal die Geschäftsentwicklung, also nochmal näher runtergebrochen. Wir sehen hier die Volumenentwicklung des Gesamtkonzerns im Vergleich zum Vorjahr deutlich gesteigert. Wir sehen hier aber auf der anderen Seite auch, dass die Volumen wurden um 14% gesteigert, der Umsatz auf der anderen Seite nur um 9%. Das heißt, wir sehen hier auch eine Margenengung. Wir sehen, das natürlich liegt natürlich hier an diesem Bereich Europa. Marge nicht, sondern erstmal Preise, ne? Also Preise. Volumen heißt ja wahrscheinlich dann Units, also genau, die Flaschen sozusagen oder was auch immer. Die sind gestiegen oder was auch immer, im Liter ist es gestiegen, aber der Umsatz mit diesem gleichen ist halt nicht im gleichen Maße gestiegen. Das heißt, die Preise waren unter Druck. Ganz genau. Wir sehen das natürlich hier im Bereich Europa, in dem das Volumen unter Druck war. Der Umsatz konnte dennoch gesteigert werden. Und das Geschäft in Asien, besonders jetzt mit der Integration des Philippinen-Geschäfts, konnte natürlich exorbitant gesteigert werden. Wir sehen aber auch hier
sehen wir, das Volumen konnte zwar gesteigert werden, jedoch der Umsatz auf der anderen Seite nicht. Das heißt, wir haben da deutlich niedrigmargigeres Geschäft. Oder man macht halt gerade erstmal Market Development und möchte erstmal möglichst günstig in den Markt rein. Das natürlich auch, aber es sind natürlich Märkte, in denen man schon vertreten ist. Man hat sich jetzt quasi nur einen weiteren Abfüller einverleibt. Wenn wir uns aber die langfristige Betrachtung des Unternehmens anschauen, sehen wir, dass wir von 2017 bis jetzt 2023 eine positive Entwicklung des Geschäfts hatten. Wir haben natürlich hier 2020 ein Sonderjahr, würde ich es tatsächlich mal nennen, aufgrund von Corona. Wir sehen eine schöne Steigerung des Umsatzes, eine schöne Ausweitung der Margen, sodass die Gewinnmarge um 24% im Schnitt gestiegen ist, während der Umsatz um 11% gestiegen ist. Das Unternehmen gibt uns eine Prognose für das kommende Jahr oder für das laufende Jahr. Das Unternehmen rechnet mit einem Umsatzwachstum von 9%, konnte diese Erwartung oder diese Prognose in dem vergangenen halben Jahr auch weiter erneut steigern. Wir sehen hier auch der operative Profit, das heißt das, was gerade so ein bisschen unter Druck war jetzt im ersten Halbjahr, wird erwartet, dass dieser auf jeden Fall deutlich schneller, nicht deutlich, aber auf jeden Fall schneller wächst als der Umsatz. Wir sehen, das Dividend Payout wird weiter quasi bei 50% des Cashflows sein und der Cashflow wurde ebenfalls erhöht. CapEx wurden nicht erhöht. Natürlich auch interessant, dass man jetzt erwartet, dass die Kapitalausgaben im kommenden Jahr oder im kommenden Halbjahr nicht weiter steigen werden oder auf antizipiertem Niveau steigen werden. Wir haben es eben kurz angesprochen, die Dividende. Das Unternehmen ist ein Dividendenzahler. 2015 mit der Übernahme im europäischen Raum damit begonnen, Dividende zu zahlen. Wir sehen hier ein volatiles Dividendenwachstum, würde ich es mal sagen. Wir sehen Bereiche, in denen die Dividende gekürzt wurde. Wir sehen Sonderdividenden, zum Beispiel im Jahr 2019. Generell kann man aber sagen, dass wir tatsächlich eine positive Entwicklung der Dividende haben. Wir haben hier Sondereffekte natürlich drin, die die Dividende teilweise steigen und fallen lassen. Im Schnitt, wenn man sich das aber mal im Durchschnitt anguckt, sehen wir hier einen CAGR von 7% und das durchschnittliche Umsatzwachstum von fast 36%. Und vor allem, ganz wichtig, hier die Payout Ratio von 50% im Moment vom Gewinn. Das heißt, da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben, falls der Gewinn die nächsten Jahre nicht gesteigert werden sollte, die Dividende auf jeden Fall konstant zu halten. Genau. Wenn wir nochmal einen Blick auf unsere Pro- und Kontraliste werfen, sehen wir hier auf jeden Fall wieder drei Punkte. Wir sehen auf der einen Seite die Pro-Seite, globale Markenallianz. Das Unternehmen arbeitet sehr eng mit Coca-Cola zusammen und profitiert natürlich von den umfassenden Marketingressourcen und Marketingstrategien, die der Mutterkonzern ist es ja nicht, aber die der Coca-Cola-Konzern quasi ausgibt. Da profitiert man natürlich auch mit dran. Wir haben dann zuletzt die asiatische Expansion gesehen. Das Unternehmen hat in den Philippinen einen Abfüller aufgekauft, konnte dadurch, wir haben das ja gerade gesehen, den Umsatz deutlich steigern. Profitabilität hat etwas gelitten, aber wie es die Prognose gezeigt hat, erwartet das Unternehmen für dieses Jahr auf jeden Fall eine nicht weitere Senkung der Profitabilität. Wir haben Skaleneffekte, du hattest es eben angesprochen, besonders im Bereich, wenn wir in dem Bereich der Superlative unterwegs sind, wo wir mit diesen Abfüllern oder mit Coca-Cola generell aktiv sind, sehen wir, dass das Unternehmen stark von Skaleneffekten profitiert. Wir sehen, das Unternehmen ist der größte Player der Branche, also der größte Abfüller von Coca-Cola, profitiert natürlich dadurch von Kosteneinsparungen bei der Produktion und Logistik. Auf der anderen Seite natürlich auch wieder hier negative Faktoren. Man ist natürlich, wie wir es eben angesprochen haben, sehr abhängig vom Coca-Cola-Konzern. Man ist abhängig von den globalen Strategien, der Preispolitik, die das Unternehmen betreibt. Also hier ist es auch nochmal sehr gut formuliert. Ne? Also es ist nicht so, dass man jetzt sagt, okay, morgen füllen wir nicht mehr mit denen ab, sondern ich glaube, das hast du sehr gut formuliert. Also dieses, wenn sich global was ändert in der Strategie von Coca-Cola, wenn man Lieferbedingungen ändern möchte, die Preispolitik ändern möchte, vielleicht auch gewisse Produkte ausfasst, einfasst, neue dazukauft, man ist dann schon sehr stark abhängig davon, was sich da entscheidet. Das heißt, das Unternehmen selber hat einen gewissen Spielraum, Sachen zu gestalten, aber es ist ein Stück weit natürlich vom Mutterkonzern, wie du es gerade gesagt hast, es ist kein wirklich Mutterkonzern, aber natürlich von Coca-Cola abhängig. Und Entscheidungen, die da getroffen werden, wirken sich sehr stark eben auch auf den Abfüller hier aus. Und das kann man natürlich, das heißt, man hat nicht die komplette Kontrolle im Unternehmen. Nein, das ist so ein bisschen das, worauf ich auf anspielen wollte, dass man halt nicht die komplette Kontrolle über die Marken und auch die Abfüllmaßnahmen und die Strategien hat. Wir sehen dann natürlich die Abhängigkeit von den Rohstoffmärkten, das, was sich der Coca-Cola-Konzern so ein bisschen erspart, dadurch, dass er auf externe, also nicht auf externe, aber auf Abfüller
unabhängige Abfüller setzt, hat natürlich dann, haben natürlich dann die Abfüller die Probleme der Rohstoffmärkte. Man ist natürlich abhängig von unterschiedlichen Rohstoffmärkten, wenn man jetzt tatsächlich an die Getränke denkt, an Kaffee, Tee, wenn man aber auch an Wasser denkt oder an die Kohlensäure, die man dafür braucht und so weiter. Also alles, was man halt für den Produktionsprozess letztlich beschaffen muss. Alle Zusätze, die quasi in die Getränke reingemischt werden. Natürlich hat man dann am Ende auch noch das Problem der Regulierung. Wir haben strengere Vorschriften, besonders im Bereich der Zuckersteuer oder auch Umweltauflagen, besonders wenn wir an den Bereich Wasser denken, die natürlich das Unternehmen auch voll zu spüren bekommt. Wunderbar. Genau. Das war's zu Coca-Cola. Genau, vielleicht noch ein Fact, so ein bisschen aktuell, haben wir ein bisschen vorhin nicht so richtig darauf eingegangen. Das ist ein Dividendenzahler, 2,5% aktuell Dividendenrendite. Das ist jetzt schon nach diesem sehr starken Anstieg zuletzt. Vielleicht noch so ein bisschen einfach mal, manchmal hilft es ja im Rückspiegel so ein bisschen, um sein eigenes Handeln an den Märkten auch so ein bisschen zu reflektieren. Wer das so in der Corona-Krise, wo die Märkte eingebrochen sind, so gekauft hätte, ne, hätte jetzt ungefähr 8,5% Dividendenrendite, weil der Kurs seitdem eben entsprechend gestiegen ist. Ne? Und man hat einen günstigen Anstieg erwischt. Dass wenn man vor Corona, also wo es deutlich höher war, gekauft hätte, hätte man heute fast 6% Dividendenrendite oder 5,5% oder so. Auch in den letzten Jahren gab es immer wieder Chancen, wo, wenn man das jetzt zu jetzt wieder vergleicht, man auch bei 5% Dividendenrendite landen würde. Es ist ein Wachstumsmarkt, das heißt, die Dividendenrenditen sollten so ein bisschen mit dem allgemeinen Marktwachstum auch mitsteigen. Ist jetzt kein Dividendenwachstumstitel, aber ein sehr solider Zahler höchstwahrscheinlich, weil einfach das ein sehr solides, repetitives Geschäftsmodell ist. Repetitiv ist, und glaube ich, genau, und ich habe ja letzte Woche schon gesagt, ja, spannend, dass du dieses Keurig Dr. Pepper nochmal hochgebracht hast. Spannender Titel, den ich in meiner Watchlist habe. Ich werde mir auch diesen Titel auf die Watchlist setzen. Letzte Woche haben wir schon viel Getränke gemacht. Heute machen wir ja nochmal Getränke in der Aktienwerkstatt. Da geht es nochmal ein bisschen um Coca-Cola. Das Prinzip dahinter, aber auch um die Abfüller noch mal ein bisschen im Detail. Beide spannende Titel, wo man eben jetzt auf dem Einstieg lauern kann und vielleicht auch mit einer Option schon mal arbeiten kann, mit Cash Good Put schon mal ein bisschen darauf warten, dass man da irgendwann reinkommt. Auf alle Fälle etwas, wenn man sich die Konsumgüter mit ins Depot holen möchte, was man immer machen sollte aus Diversifizierungsgründen. Ein spannender Titel, der auch gut dazu passt, neben anderen Sachen. Und genau, ein Feedback gerade noch von das war Felix, glaube ich. Genau, ich trinke heute Kaffee. Genau, ich trinke heute kein Coca-Cola. Morgens ist noch kein Erfrischungsgetränk dran, sondern erstmal eben der Kaffee. In diesem Sinne, nächste Woche geht es weiter mit dem Marktüberblick, natürlich Marketrend am Dienstag und am Donnerstag dann Robinhood, größter Neobroker in den USA. In den USA, ja, ganz genau. Vor allem der einzig börsengelistete. Also ich hatte mal so ein bisschen recherchiert und es ist tatsächlich, wir haben natürlich hier bei uns auch Anbieter. Die ja, Vorlage letztlich für Trade Republic, glaube ich, vom Geschäftsmodell von allem drum und dran. Denke ich tatsächlich auch. Ja, spannend. Dann gehen wir jetzt zurück zu Carlos. Wir wünschen euch einen weiterhin erfolgreichen Handelstag und bis später. Bis dann. Tschüss. Ciao.